Wir erleben ja Innovationsprozesse und Innovationssprünge im Bereich der digitalen Medien und der Digitalisierung. Wir sehen, wie Geschäftsmodelle untergehen, aber eben auch neue entstehen in relativ kurzer Zeit. Veränderungen passieren nicht mehr im Takt der Generationen, sondern in hoher Geschwindigkeit. Und Angst und Euphorie liegen bei der Entwicklung häufig ganz dicht beieinander. Wir wissen aber noch relativ wenig darüber, wie sich neue Märkte strukturieren, wo neue Marktmacht wächst, wo Monopole drohen und wie Wettbewerb belebt werden kann. Deswegen war mir jedenfalls der Rat von einem unabhängigen Gremium wie der Monopolkommission bei der Frage, wie nähern wir uns diesem Thema, besonders wichtig. Für einen Wirtschaftsminister gibt es zwei Kernaufgaben. Erstens die Wachstumsdynamik seines Landes zu stärken. Wir wollen, dass Start-ups aus Deutschland schneller wachsen, mehr Wagniskapital bekommen und auch internationale Märkte erobern. Das heißt, wir wollen Wertschöpfung und Wachstum, Arbeit und auch Steuereinnahmen. Es heißt aber noch viel mehr. Es heißt, dass die großen Datengiganten der Branche auch herausgefordert werden müssen und dass sie nicht alleine die Kontrolle über die Geschäftsmodelle der Zukunft besitzen dürfen. Und um es auf einen Punkt zu bringen, mehr digitales Wachstum heißt, dass es auch die Voraussetzungen auf dem Markt geben muss, dass jedenfalls dem Prinzip nach ein europäisches Start-up in die Liga von Google und Facebook überhaupt vordringen kann. Es geht nicht darum, das sozusagen durch den Staat zu organisieren, sondern Voraussetzungen am Markt zu haben, dass das prinzipiell in Europa möglich bleibt. Und damit sind wir bei der zweiten Kernaufgabe eines Wirtschaftsministeriums, die Märkte in der digitalen Ökonomie offen zu halten für Innovation und Wettbewerb. Letztlich geht es um eine klassisch ordoliberale Aufgabe, nämlich die Marktmacht oder den Missbrauch von Marktmacht, in diesem Fall von Datenmacht, zu verhindern und Datensouveränität für den Verbraucher herzustellen. Im vergangenen Jahr habe ich gemeinsam mit auch den Kollegen, dem Kollegen Thomas de Maizière und den Kollegen in dem digitalen Ministerium, also in der digitalen Infrastruktur, Herrn Dobrindt, versucht, die Bausteine für eine solche digitale Ordnungspolitik zu umreißen, auch mit Blick auf europäische Regeln. Aus meiner Sicht brauchen wir dazu Wettbewerbs-, Daten- und Verbraucherschutz und übrigens auch dazu äußert sich die Monopolkommission, den Schutz des geistigen Eigentums auf der Höhe der Zeit. Mir ist wichtig, dass die Expertise der Monopolkommission jetzt dazu dient, sich sozusagen auch Schritt für Schritt den Maßnahmen zu nähern, die Monopolkommission ja selbst vorschlägt. Sie hat eine, wie ich finde, sehr differenzierte Analyse vorgenommen. Und ich freue mich natürlich darüber, dass die Monopolkommission eine ganze Reihe von Vorschlägen unterstützt, die wir in den vergangenen Monaten auf nationaler und europäischer Ebene in die Debatte eingebracht haben. Lassen Sie mich hier eines betonen. Wir alle sind uns wohl einig, dass viele der ordnungspolitischen Fragen sinnvollerweise auf europäischer Ebene gelöst werden sollten. Deshalb haben wir, wie gesagt, im vergangenen Jahr der Europäischen Kommission dazu auch Vorschläge gemacht. Und wir haben uns auch sehr aktiv eingebracht, als es um die Festlegung der Strategie für den digitalen Binnenmarkt ging. Lassen Sie mich zu den Empfehlungen der Monopolkommission ein paar Bemerkungen machen. Die Monopolkommission will die Fusionskontrolle schärfen. Ich hatte im vergangenen Jahr der Europäischen Kommission vorgeschlagen, den Anwendungsbereich der Fusionskontrolle zu erweitern. Dabei geht es um Fälle, bei denen Unternehmen, wie eben schon gesagt, zwar noch keinen sehr hohen Umsatz, aber einen erheblichen Datenzugriff und eine bestimmte Marktmacht haben. Fusionen wie die von Facebook und WhatsApp dürfen nicht durch das Raster der Fusionskontrolle fallen, was sie bisher getan haben. Das Gutachten der Monopolkommission buchstabiert den Vorschlag nun aus. Ich werde die Empfehlungen in der anstehenden Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen umsetzen. Ich hoffe, dass wir mit der Regelung Vorreiter sind für die notwendige Änderung auch der europäischen Fusionskontrolle. Der zweite Bereich betrifft den Daten- und Verbraucherschutz. Ich begrüße sehr, dass die Monopolkommission hier klar Position bezieht. Daten-, Verbraucher- und Wettbewerbsschutz muss man zusammendenken. Letztlich geht es dabei um die Fragen, inwieweit dürfen Daten auf Märkten überhaupt genutzt werden und wie können wir sicherstellen, dass Verbraucher frei und souverän über ihre Daten entscheiden können. Die Monopolkommission fordert eine stringente EU-Datenschutz-Grundverordnung einschließlich des Rechts auf Datenportabilität und des Vergessenwerdens. Dafür werben wir in Brüssel seit geraumer Zeit. Nur so schaffen wir Datensouveränität für die Bürgerinnen und Bürger und ein Level Playing Field für alle Unternehmen, die in Europa mit Daten umgehen,
auch Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Ich teile die Position der Monopolkommission ausdrücklich, dass die Datenschutzgrundverordnung auch einheitlich durchgesetzt werden muss. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Das Verschieben von Daten in Ländern mit laxer Durchsetzung darf es nicht geben. Wir kennen eine solche Art des Umgangs zum Beispiel beim Thema Steuern und Sozialabgaben. Eine Dumpingkonkurrenz von Normen und Standards, wie wir sie in Europa unter anderem bei Löhnen und bei Steuern nach und nach jetzt versuchen, in den Griff zu bekommen, darf es bei der Datensicherheit nicht geben. Beim Verbraucherschutz schlägt die Monopolkommission eine übersichtlichere Darstellung von allgemeinen Geschäftsbedingungen, eine Pflicht zur Bereitstellung von AGB auch bei unentgeltlichen Leistungen und eine Beschränkung von Globaleinwilligungen zur Nutzung personenbezogener Daten vor. Auch das haben wir im Herbst mit dem Brief der vier Minister, einschließlich der Kollegin Kollegen Maas, also für Justiz, in Brüssel vorgeschlagen. Lassen Sie mich zum Schluss ein Thema ansprechen, bei dem wir unterschiedlicher Auffassung sind oder jedenfalls in der bisherigen Positionierung. Die Monopolkommission sagt, es gäbe zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, die Frage von Entflechtung aufzuwerfen. Dabei bezieht sie sich allerdings ausschließlich in diesem Gutachten auf Fragen der Entflechtung zwischen allgemeinen und spezifischen Diensten. Die Monopolkommission lehnt in ihrem Gutachten eine Entflechtung zwischen allgemeinen und spezifischen Diensten ab. Das ist allerdings nur ein Ausschnitt dessen, von dem ich glaube, dass wir es uns anschauen müssen. Die Position der Monopolkommission hier ist, dass bei dieser Frage allgemeine und spezifische Dienste das bestehende Kartellrecht ausreicht und bei klaren Missbrauchsfällen die Verfahren auf europäischer Ebene beschleunigt werden müssen. Das ist, glaube ich, unstrittig. Ich glaube allerdings, dass das nicht ausreicht, wenn wir uns insgesamt anschauen, was derzeit in diesem Markt passiert. Wer sich nur die Suchmaschine oder einzelne Dienste anschaut, übersieht, glaube ich, dass inzwischen, nehmen wir mal das Beispiel Google, die 95% der Suchmaschinen in Deutschland sozusagen beherrschen den Markt, jetzt aber längst dabei sind, sich den Browser anzueignen, die Operation Systems, Hardware und die Netze. Das heißt, dass Google eine marktbeherrschende Stellung erwirbt in der gesamten Wertschöpfungskette des Internet. Das ist ein Thema, von dem ich die Monopolkommission gebeten habe, es weiter zu untersuchen, über das, was wir jetzt schon erreicht haben, hinaus.